Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Heute geht es um die DTTX Doppelstock-Containerwagen. Man sieht sie jetzt hier gerade schon einfahren in den Container-Güterbahnhof. Sie bieten eine schöne Vielfalt auch in verschiedenen Containern, die dann nicht immer gleich aussehen, sondern auch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Da drüben wird der eine Zug schon beladen. Er wird entladen hier. Er fährt beladen raus. Ja, wir gucken uns das Beladen gleich mal an. Aber zuvor schauen wir uns die Waggons einmal hier an. So, ihr findet sie unter Güter. Wo auch sonst. Dann habt ihr einmal hier den Welka Double Stock. DTX Front. Das ist eigentlich ein Multizug mit fünf Waggons, die ihr hier seht. Die sind aber alle einzeln aufgeführt. Ihr habt dann, das kann man natürlich belieben ändern, ob wo man jetzt hier Front oder ob den man zum Ende macht. Oder wie in der Mitte, das ist ja eigentlich auch völlig Wumpe. Ganz egal. Ja, die Züge haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160, also beziehungsweise die Waggons haben eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Ab 1985 sind sie verfügbar. Und ja, die können Kohle, Eisenerz, Stein, Getreide und Schlacke transportieren. Quatsch, war hier im falschen Wagen, Entschuldigung. Können Getreide, Kunststoff, Baumaterialien, Maschinen, Werkzeuge, Lebensmittel und Waren transportieren. 160 Stundenkilometer schnell, habe ich eben schon gesagt. Haltbarkeit von 40 Jahren. Eine Ladegeschwindigkeit mal 5. Und eine Kapazität von 30. Ja, alle, wenn man alle Waggons zusammennimmt, also dies normale, wie es eigentlich gedacht ist, haben wir dann eine gesamte Ladevermögen von 150 Einheiten. Und ja, das Beladen gucken wir uns jetzt mal an. Da kommt der Zug. Hier oben wartet schon eine Menge Getreide. Jetzt halt ein bisschen schneller vorlaufen, dass der gute Freund hier auch rankommt. Produzieren wir jetzt hier 248, ja. Das ist gut, er kommt. Der Zug fährt ein. Und ja, wie gesagt, also wie ich ihm schon mal gesagt habe, die sind nicht farblich, nicht alles die gleichen Container. Sie bieten auch ein bisschen Abwechslung. Und genau wie bei den LKWs ist das ganz schön anzusehen. So. Oh, Entschuldigung. Ja, dann haben wir DHL Evergreen, einen roten, nochmal Evergreen, einen blauen DHL, einen anderen blauen. DL, Maersk, Evergreen. Das sind alles 45 Fuß Container. Also wir hatten jetzt hier, seht ihr einmal die 20 Fuß Container, 40 Fuß Container und einmal die 45 Fuß Container. Ja, finde sehr, sehr schön anzusehen. Sehr schöne Mod. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst Daumen und Abo da. Und Links zu dem Mod sind wie immer unten in der Videobeschreibung zu finden. Ja. Dann würde ich sagen, reingehauen. Bis denn. Tschüss.